Liebe Zuschauer, charttechnische Signale erkennen und diese in Produkte umsetzen, das wollen wir Ihnen jetzt wieder in Bonus, Discount und Co. dem Euwax-Forum der Experten näher bringen. Schafft der DAX den Ausbruch aus der Seitwärtsrange? Wie sieht der Trend in Europa aus und wie sieht es beim Versicherer der Allianz aus? Unsere Themen heute eben und meine Gäste im Studio dazu, Ingmar Königshofen von Börse Daily, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und Heiko Bayern von HSBC Trink aus Ihnen auch, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und damit wollen wir erstmal natürlich mit dem DAX, mit dem deutschen Leitindex starten. Und da hatte ich schon erwähnt, hat er den Ausbruch aus der Seitwärtsrange jetzt geschafft? Genau, was wir letzte Woche oder davor die Wochen immer wieder gesehen haben, ist, dass der DAX sich hier in dieser Seitwärtsrange aufgehalten hat. Und wie Sie gerade natürlich in der Ankündigung schon gesagt haben, das sehen wir ja wunderbar, hat der DAX eben diesen Ausbruch jetzt nach oben geschafft. Und dieser Ausbruch wurde sogar gestern noch bestätigt, weil wir wieder an dieser Ausbruchslinie sogar rangelaufen sind und wieder nach oben abgeprallt auch sind. Jetzt ist eben die Frage, kommen jetzt neue Kaufimpulse auf? Momentan lassen die noch ein bisschen auf sich warten, aber es sieht auf jeden Fall momentan sehr gut aus. Das Kursziel bei 8.100, 8.200 ist weiterhin aktiv und wir sehen eben auch, dass die ganzen Aufwärtstrends weiterhin natürlich wunderbar intakt sind. Und von daher würde ich natürlich die Long-Position weiterhalten. Kursziel also 8.100 bis 8.200 Punkte nach wie vor intakt. Herr Weyand, konjunkturelles Umfeld sieht ja auch positiv aus. Wir haben den ZEW, wir haben den IFO und GfK-Konsumklima, alles doch durchweg positiv. Also die 8.000 ist wirklich in greifbarer Nähe? Ja, dazu kommt noch, dass das Sentiment der Marktteilnehmer durchaus positiv auch zu werten ist. Also insgesamt sehen wir auch der Dividendensaison, die jetzt ansteht. Man hat es aktuell bei E.ON gesehen, die ja doch trotz eines sehr schwierigen Jahres, vielleicht sogar zweier sehr, sehr schwieriger Jahre, hier eine Dividende zahlen, eine kleine. Das ist also durchaus auch ein positives Zeichen. Insgesamt scheinen also auch aus unserer Sicht die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft und dann eben auch entsprechend für den DAX eher positiv zu werten. Also fundamental kann man da auch auf die 8.100, 8.200 schieben. Jetzt aber die große Frage, wenn ich also diese Signale hier mitnehme ins Zertifikateumfeld, wie kann ich sie denn da umsetzen, Herr Bayern? Ja, das ist natürlich gerade das, was der Ingmar Königshofen gesagt hat, eher eine, zwar einerseits ein klares Long-Signal, ein klares prozyklisches Signal, andererseits aber schon auch vielleicht etwas mit einem spekulativen Umfeld, wer eher kurzfristig agieren möchte. Andererseits, und der könnte dann natürlich beispielsweise auf einen Turbo-Call oder auf einen Standard-Optionsschein Call entsprechend schauen. Dazu muss man sagen, gerade bei den Standardoptionsscheinen ist aktuell die Volatilität, die implizite Volatilität sehr, sehr niedrig, sodass diese vergleichsweise zu Phasen höherer Volatilität auch noch als besonders günstig daherkommen. Das wäre durchaus eine Alternative. Andererseits haben wir eben auch schon gesehen, die Unterstützungszonen sowohl kurzfristiger Natur als auch, wenn man den Zeithorizont ein bisschen aufmacht, im Bereich von 7.500 vielleicht, ein bisschen gröber, ist eigentlich ein fast 100 Punkte breiter Unterstützungsbündel in diesem Bereich, was doch nochmal eine starke Unterstützung gibt. Das könnte ein Niveau sein, unter das man dann zum Beispiel auch Barrieren von gekappten Bonuszertifikaten legen könnte. Also die wären dann als Marken sozusagen wichtig für die Anlagezertifikate, wenn ich Barrieren habe. Wie schaut es mit Stoppkursen aus, Herr Königshofen? Wo sollte ich vielleicht dann eben bei jedem Produkt von charttechnischer Seite einen Stopp setzen? Genau, wie gerade richtig schon gesagt, bei 7.500 bis 7.600 gibt es eine massive Unterstützung, eine sehr gute Unterstützung. Das heißt, wenn ich hier eben ein Produkt kaufe, würde ich eben unterhalb von 7.500 den Stopp setzen. Wer etwas aggressiver unterwegs ist und zum Beispiel eben Hebelprodukte handelt, der könnte natürlich auch diesen Ausbruch handeln und eben Richtung 8.100, 8.200, wobei das schon ein bisschen weit gefasst ist, dann handeln und könnte dann den Stopp knapp unter dieses Ausbruchslevel eben setzen, das wir hier sehen, wo wir eben nach oben ausgebrochen sind die Tage. Dann gucken wir nach Europa, wie es da ausschaut und gucken auf den Chart, den Eurostoxx 50 nämlich, mit einem längeren Zeitraum, nämlich seit Mai 2011. Genau, also was wir hier wunderbar sehen, natürlich die Aufwärtstrends, genau wie im DAX, sind voll intakt. Auch hier ist das jetzt nicht ganz so gut zu erkennen, weil der Chart eben ein bisschen länger gefasst ist. Wir hatten hier eben auch in diesem Bereich ein Seitwärtsrange, die jetzt nach oben verlassen wurde. Und durch dieses Verlassen eben nach oben gibt es auch hier ein Kursziel von 2.800 zunächst und dann später Richtung 2.900 in etwa. Und hier verläuft dann auch ein charttechnisch wichtiger Widerstand. Das heißt, wenn ich hier long gehe, würde ich eben Richtung 2.800, später 2.900 Punkte handeln.
Wenn wir uns das in Europa anschauen, dann ist ja da aber immer noch die europäische Staatsschuldenkrise, die ja doch noch vorhanden ist. Denn die Schulden der Länder sind ja nach wie vor gegeben, sind ja nach wie vor da. In Spanien wird auch die Rezession scheinbar noch andauern, so zumindest vielleicht die Konjunkturdaten, Herr Weyern. Also muss man da noch eher vorsichtig sein beim Eurostoxx, in Europa dann auch? Vorsichtig sollte man in jedem Fall sein. In Bezug auf die Staatsschuldenkrise ist natürlich schon zu sagen, dass gerade Italien, auch Spanien hier sehr viel unternommen haben und Unternehmen, um weiterhin auch strukturelle Gegenmaßnahmen zu treffen. Die EZB hat ihres getan und zwar glaubwürdig gemacht, dass sie auch weiterhin expansive Maßnahmen, unterstützende, liquiditätsspendende Maßnahmen durchführen wird, um eben diese Länder entsprechend zu stützen. Man sieht auch die Reaktion an den Anleihemärkten in Italien und in Spanien. Da sind die jüngsten Auktionen doch mit sehr, sehr niedrigen oder etwas niedrigeren Zinsen als in der Vergangenheit über den Tisch gegangen. Zum Eurostoxx ist es tatsächlich so, dass der Eurostoxx aus unserer Sicht gerade mit den vielen Banken und Finanztiteln durchaus noch Nachholpotenzial hat. Insofern könnten auch hier oder ist hier der übergeordnete Optimismus auch an den europäischen Aktienmärkten spürbar. Und die Frage natürlich auch hier, wenn ich diese Signale nehme und die dann umsetzen möchte in ein Produkt, sieht das dann aus wie beim DAX? Müsste ich da ähnlich agieren oder kann ich hier vielleicht auch noch anders agieren? Ja, aus meiner Sicht ist der Eurostoxx 50 natürlich ein bisschen attraktiver, was Anlagezertifikate angeht. Ganz klassischer Basiswert für Zertifikate. Insofern lohnen sich tatsächlich auch hier eben gekappte Bonuszertifikate, vielleicht mit einer Laufzeit von 9 bis 12 Monaten, vielleicht sogar einen Tick länger. Allerdings ganz klar eher etwas für mutiger aus meiner Sicht, obwohl nämlich einerseits natürlich dieses Aufholpotenzial da ist aus der Vergangenheit. Der Eurostoxx hat im Vergleich zum DAX doch underperformed, sind eben die Finanz- und Bankentitel doch etwas schwankungsanfälliger. Es sind einige Versorger auch in diesem Segment drin. Also da könnte es durchaus zu stärkeren Schwankungen kommen. Nichtsdestotrotz sieht das aus meiner Sicht eher so aus, als könnte man mit gekappten Bonuszertifikaten, zum Beispiel mit Barrieren im Bereich von 2400 Punkten, um mal eine Hausnummer zu nennen, vielleicht auch etwas defensiver, durchaus sinnvoll agieren im Jahr 2013. Barrieren zu setzen eben oder auch Stopps. Da ist die Frage, ist bei einer Barriere analog dann zum Stopp zu sehen oder wie zeichnet sich das charttechnische Bild? Also was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass wir eine sehr, sehr starke Unterstützung haben im Bereich von 2600 Punkten. Das heißt, wir sehen, dass hier eine horizontale Unterstützung verläuft, aber auch der Aufwärtstrend in etwa. Das heißt, diese Unterstützung ist halt sehr, sehr stark zu werten. Wenn ich also hier mich engagieren würde, dann würde ich halt unter 2600 mein Engagement dann doch nochmal überdenken und eventuell aussteigen und auf fallende Kurse spekulieren. Da kann man natürlich auch in die andere Richtung dann agieren. Das ist eben am Zertifikate-Derivate-Markt auch möglich. Und dann wollen wir uns einen Einzeltitel noch anschauen, nämlich die Allianz. Und wie zeichnet sich hier das charttechnische Bild? Vielleicht kurz noch zu sagen, seit Januar 2011 gucken wir uns den Chart jetzt hier an. Genau, hier hatten wir ja schon Anfang Dezember mal drüber gesprochen, über die Allianz. Und ich hatte damals darauf hingewiesen, dass wir eben diesen langfristigen Abwärtstrend nach oben überwunden haben und eben die Aufwärtstrends, mittelfristige wie auch der etwas kurzfristigere, natürlich total intakt sind. Und ich hatte damals gesagt, okay, wenn es eben über die 100-Euro-Marke ausbricht, dann wäre das nächste Ziel bei 107 Euro zu sehen. Das hatten wir dann auch angelaufen, die 107 Euro. Aktuell haben wir zuletzt noch den kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Den haben wir erst kürzlich noch mal getestet und sozusagen ein neues Kaufsignal generiert. Deshalb sehe ich das neue Kursziel jetzt sogar bei 120 Euro in der Aktie. 120, Herr Weyern, wie schaut es denn aus dann mit den Produkten? 120 eben, das Kursziel jetzt neu ausgegeben. Ja, bei Bankenversicherungen sollten ja Anleger dann doch eher noch vorsichtig oder die sind noch mit Vorsicht zu genießen. Sagen Sie jetzt, da kann man aber schon mal mit einem vielleicht auch speziell risikoreicheren Produkt einsteigen? Naja, man muss ja gar nicht so weit schauen. Das risikoreichste Produkt in Bezug auf die Allianz-Aktie ist die Allianz-Aktie selber. Das ist in einem Aufwärtstrend durchaus das richtige Mittel der Wahl. Da braucht man gar nicht lange drum rumreden. Wer natürlich ein bisschen sein Chance-Risiko-Verhältnis optimieren will und sagen will, ich möchte auch in Seitwärtsmärkten, wenn die Aktie nochmal fällt, ein bisschen positive Rendite generieren, da kann man natürlich schon auch wunderbare Titel finden. Ich habe mir ein Cap-Bonus-Zertifikat auch hier wieder angeschaut auf die Allianz, Laufzeit bis zum Jahresende und einer Barriere unterhalb von 90 Euro, bei 88 Euro in diesem Fall, also deutlich weit weg,
rund 20 Euro von dem aktuellen Kursniveau, das immer noch eine Rendite erzielt von 12,5%, eine PA-Rendite, also klar zweistellig, wie ich finde, ein sehr gutes Chance-Risikoprofil, natürlich nichts für wirkliche Bullen auf die Allianz-Aktie, aber aus meiner Sicht schon noch ein attraktives Produkt. Da könnte man dann schon, wenn man wirklich der Bulle ist, mit dem Hebelprodukt agieren und vielleicht dann den Hebel ansetzen? Selbstverständlich, auch das ist ein klarer Trendfolgeansatz, zu sagen, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, wenn wir in relative Hochkurse oder relative Höchstkurse nun auch sehen, vielleicht sogar eben charttechnische Signale ganz aktuell nochmal generiert werden, indem der Aufwärtstrend getestet und bestätigt wurde, dann spricht da natürlich nichts dagegen. Ich würde dann eine enge Absicherung bevorzugen. Ganz kurz noch, der Stopp bei der Allianz? Den würde ich entweder dann knapp unterhalb des Aufwärtstrends bei 100, ca. 103 Euro setzen oder dann, wenn man ein bisschen mehr Puffer lassen will, knapp unter 100 Euro. Dann gucken wir uns ganz kurz noch mal das Fazit an der einzelnen Titel. Und zwar haben wir da zum DAX dann einmal den mittel- und langfristigen Aufwärtstrend intakt gesehen. Die Tabelle gucken wir uns gerade an. Ausbruch aus der Seitwärtsrange ist gelungen. Die starke Unterstützung bei 7.500 bis 7.600 Punkten. Das kurze Kursziel 8.100 bis 8.200 Punkte. Das wollen wir uns auch beim Eurostox noch mal angucken. Eurostox 50. Wie sieht's hier aus? Auch der Aufwärtstrend hier intakt. Ausbruch aus der Seitwärtsrange ist auch hier gelungen. Die massive Unterstützung bei 2.600 Punkten und das Kursziel liegt bei 2.800 bis 2.900 Punkte. Und wie schaut es bei der Allianz aus? Der langfristige Abwärtstrend ist überwunden, Aufwärtstrend erfolgreich getestet. Das Kursziel bei 107 Euro wurde erreicht und das neue Kursziel liegt jetzt bei 120 Euro. Meine Herren, dann sage ich vielen Dank für die Analyse und ich hoffe, dass die Anleger dem eben dementsprechend folgen konnten. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten, wie gesagt, einiges mitnehmen hier von der Chartanalyse und eben dann auch, wie man das Ganze in Produkte ummünzt. Ich sage danke, dass Sie dabei waren bei Bonus Discount & Co., dem Euwax Forum der Experten, und hoffe, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Bis dahin sage ich Tschüss.